Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und heute fahren wir einen Schwertransport, auch einen schnellen Auftrag, so ein paar Reifen. Und ich habe eben schon echt einen Tobsuchtsanfall hier bekommen. Nämlich, das Lenkrad funktionierte nicht mehr. Es wurde hier nicht mehr erkannt. Es hat hinten und vorne nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Jetzt läuft es wieder. Also offensichtlich ist es so, dass Windows hier durch irgendwelche Updates ständig irgendwas verstellt. Und das ist äußerst nervtötend. So, jetzt müssen wir dem hinterherfahren. Was aber auch nicht unbedingt was macht. 181 Kilometer haben wir vor uns. Und ich habe jetzt erstmal gedacht an dieser Stelle, es ist also auch noch bevor ich meine Termine heute wahrnehme. Das hätte sich dann erstmal wieder erledigt mit der Grafikkarte, weil ein neues Lenkrad muss her. Ja, es ist schon manchmal abenteuerlich mit diesem scheiß Windows, ganz ehrlich. Aber ich persönlich finde Linux ein bisschen zu kompliziert, gerade so was das Installieren oder Nicht-Installieren angeht. Und habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Es ist halt, Windows ist so schön einfach, ne? So, genau, aber ich kriege wenigstens diese Fahrt noch fertig, bevor ich los muss. Das war schon so mein Ding, weil wenn ich nachher anfange umzubauen und umzubasteln, wer weiß, ob das alles so funktioniert. Ihr werdet es erleben. Wenn morgen ein Video kommt, hat es funktioniert. Wenn nicht, hat es nicht funktioniert. So. Na, dann haben wir heute mal einmal eine ruhige Tour, weil wir müssen ja hinter dem daher dappeln. Ich habe gedacht, wir könnten hier noch ein bisschen was freischalten. Wir haben irgendwie, ich muss gleich mal gucken, fast 96%. Vielleicht kommen wir auch tatsächlich noch irgendwo her, wo, ja. Wo wir noch nicht waren, durch Zufall jetzt. Man weiß es nicht. Da muss ich zur Apotheke. Ich will mal sehen, ob ich mir eine Salbe für meine Augen holen kann. Das geht so auf keine Kuhhaut mehr, ey. Das ist unglaublich. Die sind total übermüdet, total überlastet irgendwie und ich weiß nicht wovon. Ganz schlechte Geschichte. Wenn man alles so ein bisschen verschwommen sieht, ist das blöde, ne? Ja, genau. Wie gesagt, ich freue mich auf die neue Hardware, auch wenn sie recht teuer ist. Aber ich hoffe, ich habe, ja, wie in den letzten Jahren mit den FK-Karten, auch hier mit der neuen Gigabyte, dann entsprechend Glück. Ich hätte auch gerne wieder eine FK gekauft. Case King hat allerdings keine, also nehmen wir eine Gigabyte. Aber ihr habt sie dann oder werdet ihr zu sehen bekommen. Ich muss sehen, wann ich das Video dann veröffentliche und fertig bekomme und so weiter. So. Hör mal, Bursche, du musst mich nicht mehr ausbremsen als nötig, ne? Dass so weitergeht, brauche ich bald einen Bildschirm, wo die LKW dann in Lebensgröße vor mir stehen, damit ich die noch sehe. Aber ich fühle mich heute Morgen gar nicht mal unausgeschlafen oder so, aber naja. Was? Spurwechselmanöver, okay. Ah, wenigstens funktioniert das Lenkrad wieder. Also es ist schon merkwürdig, warum das manchmal nicht geht. Mich schockiert. Verschmutzter USB-Port vielleicht. Naja. Linköping. Hier dürfen wir rüber, ja? Nur wird sowieso grün.
immer beruhigt, wenn man die Tasten drückt und das funktioniert wieder. Irgendwie waren auch die Achsen vertauscht und ich habe keine Ahnung. Geht die Bremse eigentlich? Ja, es geht, funktioniert alles wieder. Also die ganzen Treiber einstellen. Ach, guck mal, jetzt ist es auch im Dingensmanager wieder da. Merkwürdig. Ich hatte eben das immer nur als Controller gesehen. Jetzt ist es tatsächlich, also hier, ihr wisst, Windows 10, Systemsteuerung, Hardware und Geräte oder was da steht. Und, Hardware und Sound. Und dann Geräte und Drucker, genau. Und da war dieses Lenkrad gar nicht zu sehen. Jetzt ist es tatsächlich wieder da. Wie cool. Richtig als Grafikabbilder. War die ganze Zeit nur Controller. Oder ich habe aus Versehen irgendwelche Tasten hier gedrückt. Oder die Katze. Ist ja auch so ein Ding. Die turnt ja nachts auch überall rum, was ich nicht mitbekomme. Wenn die sich da mit ihren 3 Kilo gegenstützt, gegen so eine Taste, klar, dann das steht da unter Umständen. Aber der Rechner ist ja aus, da kann ja nichts passieren normalerweise. Also Rechner ist aus, beziehungsweise das ganze Ding ist stromlos, also. Übrigens drückt mal die Daumen, dass ich nicht auch noch ein neues Netzteil brauche. Für die Grafikkarte, weil die ja doch ein bisschen mehr wohl braucht. Dann muss ich mal sehen, ob ich die Ava Media als eigenen Monitor anschließe, weil die Karte hat Möglichkeiten, mehr Geräte anzuschließen. Dann wäre das nämlich so, dass ich nicht mehr ständig beide Rechner laufen lassen muss. Was auch Vorteile hätte. Ja, und dann gibt es wieder einen Grafikkarten-Jump, ne? Die 3060 in diesen Rechner, die 1050 in den Aufnahmerechner. Und 750 in den Server. Damit könnte der unter Umständen auch wieder für den LS22 funktionieren, weil da scheitert es daran, du musst das Spiel einmal starten, damit du irgendwelche Einstellungen da bekommst. Oder auch Aktualisierungen machen kannst. Und da liegt der Knackpunkt. Das macht dann nicht, wenn nicht, nicht eine Karte drin ist, die das bearbeiten kann. Die 750 kann es noch. Und die drin war, konnte es nicht. Ich habe eins eben vergessen beim Schwertransport. Du kannst ja nicht fahren, wie du lustig bist. Das ist. Ich kann von dieser Strecke nicht abweichen. Können wir überhaupt rundum leuchten? Ja, tatsächlich. Ich bin gespannt, wenn ich nachher wiederkomme, ob alles noch funktioniert. Ich könnten die mir noch Wärmeleitpaste verkaufen. Ich muss mal sehen, ich brauche wahrscheinlich auch mal einen anderen Kühler für die CPU. Denn das Ding ist ja lecker übertaktet. Ja, und im Zweifel, wenn es nicht geht, dann muss noch ein neues Netzteil auch noch her. Das ist dumm, das wird dann locker nochmal 100 kosten. Würde ich auch wieder ein Be Quiet nehmen. Modular aufgebaut. Schöne Geschichte. Kann man schönes Kabelmanagement machen. Ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das vorstelle. Mal gucken, was heute noch passiert. Ob ich mir noch mehr aufregen muss. So, wo fahren wir lang? Hier hoch? Aha. Ja, mach mal. Kilometer noch vor uns. Ich hab nicht mal Licht an, glaube ich. So. Nee, es wäre echt übel gewesen, wenn dieses Lenkrad jetzt kaputt gewesen wäre. Au, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Dem hätte ich nachgedacht. Aber hätte ich definitiv dann zuerst neu geholt und dann die Grafikkarte. Weil beides gleichzeitig. So, was willst du jetzt? Bitte auf das hintere Begleitfahrzeug warten. Ja, der soll Gas geben, der Haken.
Was soll ich auf den warten? Wo ist denn der? Alter, wo steckt der? Junge, Junge. War er erst einen Kaffee trinken oder was? Und 3 Kilometer später, ey, kann mal ganz ehrlich, Zeit ist Geld hier. Das hintere Begleitfahrzeug. Eine halbe Stunde später kommt er angeschissen. Kann wohl nicht wahr sein. Ich zeige euch gleich nochmal die Karte. Ich habe ja gestern noch ein bisschen was gemacht. Habe ich euch gestern Abend schon gezeigt, oder? Ich habe ja gestern Abend eine Aufnahme gemacht für heute früh. Und jetzt, also für heute oder vor heute früh, ohne dass ich weiter was gefahren habe, mache ich die Aufnahme für den nächsten Tag. Ja, nee, ihr kennt ja schon alles. Habt auch schon mitbekommen, der Winter kommt zurück. Mit all seiner Härte. Schnee, Eis. Wird zumindest gesagt, ob es denn stimmt. Lassen wir mal dahingestellt. Was diese sogenannten Experten da tagtäglich verzapfen. Das ist auf Facebook auch immer Experten waren. Dies haben so. Und dann, oh, du hast deine Schokolade falsch ausgepackt. Und, auch immer wieder gern genommen, so Toffifee. Ha, da kann man diese in diese Mulden drücken, dann kommen die von alleine raus. Ja, scheiß dir was. Wenn die aufgrund, weil sie zu warm geworden sind, da drin festkleben, dann kannst du in diese Mulden so lange reindrücken, wie du willst. Da passiert nichts. Da kommt gar nichts raus. Eieieiei. Ich hätte ja gedacht, wir wären schneller, aber dadurch, dass diese Gurke hier keine Kraft hat, passt das wieder absolut in unseren Sendeplan. Übrigens da draußen, wer immer noch ohne Abo guckt, es kostet euch nichts, klickt einfach auf Abonnieren, klickt auf die Glocke, lasst einen Kommentar da, lasst ein Däumchen da, lasst uns den Algorithmus triggern. Ja, mein Wunsch für 2023, es hat erst angefangen, ich hätte spätestens am Jahresende gerne die 1000 Abonnenten voll. Das wäre noch so ein wirklich nicer Deal. Beeinflussen kann ich es nicht. Es sei denn, ich erstelle 100 Fake-Accounts und lasse jeden mich abonnieren, denn dann funktioniert das. Was ich natürlich nicht mache. Jeder einzelne von euch da draußen ist hart erarbeitet. Ja, Kommentarfunktion ist aktiv, es werden aber alle Kommentare erst von mir geprüft. Damit vermeide ich quasi einmal irgendwelche Hassreden zum Beispiel oder auch unerwünschte Werbung. Ich habe nichts dagegen, wenn man mal einen Link oder sowas postet, aber für den eigenen Kanal hier so Werbung reinschmeißen oder so, ist nicht. Und was war denn noch genau? Werbung für irgendeinen Müll oder sowas oder was ja auch teilweise gemacht wird, hier diese Fake-Nachrichten, ne? Schreibt mich auf Tinder an. Ach, auf Tinder sag ich schon. Auf Telegram an und so. Das ist natürlich auch dein Mumpitz. Ne? Also mal, was verstehst du hier jetzt blöde rum? Fahr weiter. Ich glaube, ich muss hier rein. Du stehst mir im Weg. So. Eine Punktlandung heute, Mensch. 15 Minuten exakt. Ich hätte gedacht, das dauert länger. Ja, jetzt haben wir das auch alles geklärt. Deswegen bei Kommentaren nicht wundern. Es ist manchmal wirklich so, dass ich teilweise überhaupt nicht dazu komme, danach zu gucken. Warum auch immer. Deswegen nicht wundern, wenn die nicht direkt, nachdem ihr sie geschrieben habt, sichtbar sind. Das liegt dann an mir. Wie gesagt, und wer böse ist, fliegt. Das nimmt nämlich langsam Überhand bei YouTube und überhaupt und auch Facebook und so. Du kannst im Grunde genommen, du kannst schreiben, was du willst. Irgendeinen, der dich anpöbelt, den gibt's immer. So, wohin mit dem Scheiß? Und wie rum? So rum. Okay.
Nö, das kriege ich hin. So, jetzt kann ich das noch rendern. Und dann werde ich los müssen. So, absatteln. Das war's für heute. Ich bedanke mich. Wir wollten noch ganz kurz einen Blick auf die Karte werfen. Fortfahren. Oder habe ich gestern Abend doch noch was gefahren? Ich weiß es gar nicht. Wir sind auf 95,91, also fast 96. Ich bin jetzt, das seht ihr hier, da stehe ich gerade mit dem LKW. Das heißt, ich mache Budapest fertig. Hier unten, das habe ich. Dann geht es nach hier nach rechts rüber. Und hier ist soweit auch schon alles dicht. Und dann werde ich mich so langsam hier nach links weiter rüber arbeiten. Hier haben wir dann auch schon alles da oben. Und ja, es sind in dem Sinne noch knappe 4, ein bisschen mehr als 4%, die von der Karte noch offen zu legen sind. Und dann geht die Friemelei los. Ich habe nämlich schon ein paar Mal gesehen. Hier ist auch wieder so ein Ding. Seht ihr das? Da setze ich mir gleich einen Wegepunkt. Hier im Kreisel, da zwischen und da zwischen Grau. Das sind natürlich nachher 0,00 irgendwas Prozent, die dann fehlen, ne? Ja, das mache ich jetzt als erstes. Und dann setze ich den zweiten Wegepunkt. Setze ich mir dann hier hin. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen wieder. Ich bedanke mich und sage erstmal ciao, ciao, bis dahin. Tschüss.